Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fabela Family, hier ist Fabian. Herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Und ich bin zurück in der Wattpad App mit einer neuen Geschichte von der lieben Tanja alias 9engelchen9. Und die Geschichte heißt Der Dämon aus Minecraft. Das ist ja schon mal ein sehr vielversprechender Titel. Das ist die zweite Geschichte, die ich vorlese von der lieben Tanja hier auf dem Kanal. Die erste Geschichte ist ja Die unbekannten Wesen, die ebenfalls noch weitergeht in den kommenden Tagen. Und zu Der Dämon aus Minecraft hat sie in der Zusammenfassung geschrieben: Das hier ist eine halbwahre Geschichte, die ich miterlebt habe. Es geht um einen Jungen und ein Supporter-Team, die was Komisches erlebt haben. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ja, und das hoffe ich natürlich auch und deshalb wünsche ich euch viel Spaß. Vorwort. Hallo, mein Name ist Tanja. Ich bin 29 Jahre alt und ich habe die Geschichte geschrieben als Erinnerung an meine Zeit als Supporterin und an das Wesen, was wir da trafen. Ich hatte als Supporterin jede Menge Spaß und ich bin froh, dass ich so viele nette Leute kennenlernen durfte. Ohne euch hätte ich die 10 Monate nicht durchgehalten. Vielen Dank. Meine Geschichte ist zum Teil wirklich passiert und den Rest habe ich dann frei erfunden. Welcher Teil echt ist und welcher nicht, das werdet ihr dann merken. Ach, und wenn die Leute das sehen, die dabei waren, hier noch ein kleiner Satz an euch. Ich habe mit Absicht eure Namen rausgelassen, da ich ja nicht wusste, ob ich sie sagen darf oder nicht. So, und jetzt viel Spaß beim Lesen. Liebe Grüße, Tanja. Die Kontaktaufnahme. Hallo, mein Name ist Speedfrosh. Das ist mein In-Game-Name. Meinen echten Namen möchte ich nicht verraten. Ich bin Supporter auf einem großen Minecraft-Server. Wir helfen bei Fragen, die die User auf dem Server haben und suchen Leute, die gegen die Regeln verstoßen. Für die Arbeit in der Nacht habe ich dann einen Bot geschrieben, der mich unterstützen sollte. Er kontrolliert für mich dann Nacht für Nacht den Minecraft-Server auf Duplizierer und andere. Das heißt, ich logge ihn ein und er bleibt die ganze Nacht auf dem Server. Und wenn einer online kommt, speichert der Bot das Datum, die Uhrzeit, den Namen und die UUID des Spielers. Dann kontrollieren wir diese Spieler. Alles lief prima. Nacht für Nacht machte er seinen Job und so konnten wir viele Duplizierer finden und bannen. Eines Nachts aber passierte was Ungewöhnliches. Der Bot registrierte eine Person, die so nicht existierte. Der Name war in Minecraft nicht vorhanden und die UUID gehörte dem Besitzer des Servers. Wir überlegten hin und her, aber wussten nicht, wie das passieren oder wie das sein kann. Nicht einmal unser Entwickler wusste, was da los ist. Also schoben wir es einfach als Botfehler ab, obwohl mein Bot ja immer super funktioniert hat und auch weiterhin ging alles glatt. Wir glaubten alle nicht, dass es an meinem Bot lag. Aber wir wussten auch nicht, was es hätte sonst sein können. Ein paar Wochen später dann der Schock. Diese Person oder eher dieses Etwas war wieder da. Es war genau dasselbe, also dieselbe UUID und auch der Name war gleich. Wir kontrollierten nochmal alles, auch den Bot, aber fanden überhaupt nichts. Es war alles wie beim letzten Mal. Wir wussten echt nicht weiter, also kontaktierten wir den Besitzer des Servers. Da er ja wissen sollte, was auf seinem Server so abgeht. Er sagte, dass er sicherheitshalber seine E-Mail-Adresse und sein Passwort ändert. Vielleicht hört es ja dann auf. Aber nein, es wurde noch schlimmer. 2 Tage später geschah es schon wieder und so langsam bekam ich Angst. Wer zum Henker war das und was wollte er von uns? Ich hatte darauf echt keine Lust mehr. Ich nahm den Bot offline und hoffte, dass es damit vorbei war. Falsch gedacht. Es hatte sich natürlich herumgesprochen und schon kamen die ersten User zu uns in den Support, die meinten, ihn nachts auf dem Server gesehen zu haben. Es war irgendwie wie bei Herobrain. Den gab es nie, aber jeder sagte, er hätte ihn gesehen. Wir wussten keinen Ausweg mehr, also blieben wir selber die Nacht da. Wir kannten ja die Daten von dem Etwas, was auch immer es war. Wir saßen so alle zusammen und rannten auf dem Server umher, bis auf einmal mein Bot anzeigte, dass er wieder da war. Ich sagte den anderen Bescheid, dass es losgeht.
hätte nicht gedacht, dass er gleich in der ersten Nacht da ist, aber so war es. Zumindest sagte der Bot das. Wir schauten bei Tab, aber keiner war zu sehen. Während die anderen jede einzelne Welt durchschauten, schaute ich nach meinem Bot. Er wurde sogar angeschrieben. Ich schaute nach, was er dem Bot geschrieben hatte. Er hatte geschrieben: Ich sehe euch. Ich überprüfte den Namen und die UUID. Es war wieder die gleiche. Was sollte das bedeuten? Ich hatte keine Ahnung, also sagte ich schnell im TS Bescheid, dass mal schnell einer hoch zum Besitzer gehen soll, der ein paar Channels über uns war und mit dem Bauteam redete. Der Dev ging dann schnell hoch und kurz danach kamen beide wieder in unseren Channel. Ich sagte dem Besitzer, dass der Unbekannte wieder da sei und dass mein Bot jetzt sogar angeschrieben wurde mit der Nachricht: Ich sehe euch. Ich fragte ihn, ob er was wüsste, aber er verneinte. Also bat ich ihn darum, dass er mal probieren sollte, sich einzuloggen, da der Unbekannte ja seine UUID benutzte und so müsste er ihn rausschmeißen. Er meldete sich an und kam auf den Server, aber der Unbekannte war noch da und schrieb den Bot wieder an mit der Nachricht: Ihr werdet mich nicht los. Ich erzählte es den anderen und ich glaube, die schauten genauso doof aus der Wäsche wie ich. Ich wusste nicht, was wir machen sollten, denn wir konnten ihn ja auch nicht bannen, sonst hätten wir auch den Besitzer gebannt. Also versuchte ich eine gewagte Aktion. Ich setzte mich an den Bot und schrieb dem Wesen oder was auch immer es war, eine Nachricht zurück mit der Frage: Was willst du von uns? Er antwortete ziemlich schnell. Ich erzählte es im TS, dass ich mit ihm schreiben kann. Der Besitzer sagte, dass ich weiter mit ihm schreiben soll und alles, was er sagt, erzählen soll. Ich machte es und schrieb mit dem Wesen weiter. Ich will euch tot sehen. Wer bist du? Ein Dämon und ihr werdet alle sterben. Warum? Was haben wir dir getan? Nichts. Jeder Mensch hat es verdient zu sterben. Aha. Und das hast du zu entscheiden? Ja, denn ich kann es. Beweis es. Okay, nichts leichter als das. Plötzlich fing das Licht an zu flackern und die anderen sagten auch, dass es bei ihnen passierte. Wir fragten uns, ob das nur eine Störung war oder ob er das wirklich gemacht hatte. Ich hatte echt keine Lust mehr, mit ihm zu schreiben. Doch der Besitzer sagte, dass ich ihm schreiben solle, dass wir ihn jetzt bannen und dass es damit zu Ende ist. Ich tat es und das Wesen reagierte sofort mit der Nachricht: Es ist schon längst zu spät. Ich bin schon bei euch. Der Besitzer bannte ihn, also auch sich selber, aber das war ihm egal. Hauptsache, es hatte ein Ende. Aber es klappte echt nicht. Er schrieb zwar nicht mehr, aber das Licht flackerte immer noch bei uns.